tun dann? In welche Richtung muss man jetzt eingehen? Diese. Drehscheibe drehen, alles klar. Junge, der ist hier richtig am Ausrasten. Es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Ja. Vielleicht gibt es ein Steuerpult. Naja, erstmal machen wir hier die olle Sotsche da weg. Steuerpult, sagst du. Es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Ja, ja, jetzt bleibt man noch. Vielleicht gibt es ein Steuerpult. Vielleicht da drüben? Whee. Oh, aber knapp. Oh. Natürlich. Natürlich kommen wir hier drin. Ist ja klar. Vielleicht da unten. Oh. Oh ja, hier sieht es ja auch richtig erinnernd aus. Wir haben hier Knöpfe, ja? Können wir die Tür öffnen? Oh ja. So, na dann schauen wir mal. Da haben wir jetzt mal Holz einsammeln. So, was sagt denn die Karte? Da hinten. Da jetzt ja schon mal nicht weiter, dann müssen wir hier durch. Oh. Okay,
keiner hier? Das ist aber überraschend, dass jetzt hier keiner lauert. Und man ist hier so. Au! Was zur Hölle? Was passiert? Ist nicht mal was passiert ist eben. Was? Schreit, explodiert und tot? Warum? Ich hab's nicht mal gesehen. Das können wir besser. Oh nein, nicht nochmal alles normal machen. Nein, bitte nicht. Oh, zum Glück nicht. Dann tauchen hier gleich wieder Gegner auf. Ja, du bleib mal schön da unten. Nun gut. Wild hier. Da läuft man ja ahnungslos durch die Gegend und dann so was. Wer ahnt denn mit so gut? Gehe weiter. Ja. Oh, jetzt ein Snack. Erstmal was naschen. Moin. Wir sind ja auch wieder Übeltäter. Sieht ja auch wild aus hier. Was sagt ihr? Wir müssen da rüber. Ich warte, ne. Was auch immer das war, ich warte, ne. Was auch immer. Aber das muss da erstmal rin. So fliegt das Ding aber nicht mehr, doch. Map. Ja, war noch so ein Stromding. Okay. Fahrstuhl, ja, nee, vielleicht. Und eine Tür. Dach. Ja, komm mal her. Sorry. So. Wo war hier noch so ein Ding? Da. Lalala. Wo ist hier noch so ein Löcher? Wir müssen da oben. Ja, du komm mal her. Oh, Entschuldige.
So, aber jetzt nicht wirklich weiter, oder? Nun gut, dann lass mal einen Fahrstuhl machen. Suche nach den DEA-Projektor. Oh no. Oh no. Übertreibt er halt. Das war ja wieder. Auf so engen Raum zu kämpfen ist nicht so geil. So ein Checkpoint wäre mal wieder. Da würde ich mich sehen. Oh, das war ja ein schön hell hier, Alter. Wer macht denn so was? Ich hab dich gesehen, Kumpel. Was auch immer der hier macht. Oh. Sie hören Amerika Overnight und wir feiern 29 Jahre Lichtschein im Schatten. Danke, dass Sie bei uns sind. Da ist eine kuriose Korrelation mit immer noch unbekannten Kräften aktiv in unserer Welt als abgewandelte Weltereignisse. Sie werden angezogen von archetypischen Objekten, Waffen, Fernsehern oder einem Spukhaus. Mhm. Nun, Menschen beeinflussen diesen Prozess. Das kollektive Unbewusste ist wie eine Karte. Der Schlüssel ist da, aber wir benutzen ihn falsch. Wir erschaffen diese Archetypen im täglichen Leben. Mhm. Popkultur, moderne Legenden, aber wir beobachten und steuern dabei ein komplexes Feld von Kräften. Und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zum Gefäß für diese Kräfte wird, steuern wir nur durch unsere Gedanken. Aber noch können wir das Ergebnis nicht kontrollieren. Mhm. Und doch wohnt eine Kraft in uns, mhm, in unseren Träumen, in den Realitätskonzepten, die unser Geist erschafft. Was ist Ursache? Und was ist Wirkung? Sind wir der Ausgangspunkt oder nur ein notwendiges Übel dabei? Ein Nebenprodukt, mhm, eine Spiegelung, eine Projektion? Wir werden um Antworten auf diese schwierigen Fragen kämpfen. Bis in den Tod. Ah. Hm. Denkt für komische Sounds hier eigentlich. Das macht mir ja total Kürre. Oh ja, das sieht richtig einladend aus.
an. Oh, Kontrollpunkt. Oh, jetzt ist ja auch mal Ruhe. Was ist das hier für ein Band? Jährliche Evaluierung von Dylan Faden, ehemals P6, durchgeführt von Dr. Paragon. Die hier gestellten Fragen entsprechen der 5. Ausgabe von Gunners psychologische Einstufung. Sind Sie bereit, Dylan? Gut, beginnen wir. Beschreiben Sie in einem Wort die Welt um Sie herum. Wo ist Kasper? Dr. Darling ist heute nicht im Haus. Er ist immer da. Wollte nicht kommen, oder? Er besucht mich nicht mehr. Nicht seit Roberts. Sagen Sie, Darling, es war nicht meine Schuld. Ich konnte es noch nicht kontrollieren. Aber jetzt schon. Ich hab's gelernt. Sagen Sie ihm das. Beschreiben Sie bitte in einem Wort die Welt um Sie herum. Eine Zelle. Eine kalte, leere Zelle. Nicht mal ein Poster an der Wand. Was ist die nächste Zahl in dieser Reihe? 3, 6, 9, 12, 15. 18! Welchen Tag haben wir heute? Wie zur Hölle soll ich das wissen? Sie geben mir doch keinen Kalender. Sie finden einen Hasen im Wald. Er atmet, bewegt sich aber nicht. Sie sehen kein Blut. Was tun Sie? Nichts. Erläutern Sie das. Ist doch egal, weil der Hase nicht echt ist! Nichts ist echt! Welchen Tag haben wir heute? Stellen Sie den Leuten gerne Fragen, die Sie nicht beantworten können? Bringt Sie das durch den Tag? War das Ihr Traum, als Sie noch eine dumme kleine Göre waren? Können Sie mir einen Hund beschreiben? In Ordinary hatten wir einen Freund. Nasenbluter Neil. Als der Wahnsinn ausbrach, Sie wissen schon, verwandelte sich Neil in einen Hund. Oder etwas Ähnliches. Welchen Tag haben wir morgen? Verdammt nochmal, woher zur Hölle soll ich das wissen? Ohne Kalender! Keine Ahnung! Dylan, beruhigen Sie sich. Sie kennen mich mal! Sie und scheiß Kasper! Hey, hey, siehst du zu, du alter Wichser! Hast du die Schnalle geschickt, weil du Schiss vor mir hast? Wo ist Kasper? Schicken Sie jemanden, ich brauch... Unangenehm. Tja, naja. So ist das manchmal im Leben. So.